Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute meine sechste Signatur mitgebracht, die ich gemacht habe für mein Bastelteam. Und zwar haben wir alle zusammen ein Bastelteam, wir sind zu siebt und haben gesagt, dass wir uns gegenseitig Signaturen machen. Also jede macht jeder anderen eine Signatur. Das heißt, jeder erstellt sechs und jeder bekommt sechs. Oh, und hier ist die sechste, die ich erstellt habe. Die wird in ganz kurzer Zeit zur lieben Dani fliegen. Und Danis Kanal werde ich euch auch verlinken. Das heißt, es kann ja sein, dass Dani dann auch hier oder da mal ein Video macht. Vielleicht macht sie auch alle Signaturen zusammen. Das kann auch sein, wenn alle bei ihr eingetrudelt sind. Ich habe mich dafür entschieden, ich mache die Sachen einzeln. Das heißt, ihr habt ja bei meinem Kanal auch schon gesehen, ihr seht die Signaturen, die ich bekommen habe. Und ihr seht auch die Signaturen, die ich versende. Und natürlich wird es dann noch ein Video geben, wenn alles beieinander ist und ich alles in einem oder zwei oder drei Büchern habe. Ja, ich zähle deswegen so hoch, weil auch diese Signatur wieder ist sehr dick geworden und die ich bekommen habe, sind ähnlich. So, bevor ich es vergesse, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Wenn ihr mir noch keinen Kommentar geschrieben habt, macht das gerne. Und ich kann euch nur ermutigen, euch auch irgendwie ein paar Leute zu suchen, die mit euch ein Bastelteam formen. Oder kleiner lockerer Freundeskreis, der das tut, weil das macht total Spaß, das zusammenzumachen. Ich weiß, das war kein richtiges Deutsch. Egal. Wir steigen jetzt einfach ein in die Signatur für Dani. Ja, so, wir wissen ja schon, Dani ist unsere liebe Gruseltante. Nein, Spaß beiseite. Dani mag ganz gerne düstere Sachen und Vintage natürlich auch. Und da dachte ich mir, das ist natürlich fein, dass ich auch mal was Düsteres mache. Ich habe mich sehr bemüht bei den Signaturen, einfach wirklich sechs verschiedene zu machen, also dass sie sich nicht immer wiederholen oder alles von der gleichen Sorte. Dementsprechend kriegt Dani eine düstere Signatur. So, gucken wir uns die ganze mal von außen an. So, sie hat einen schönen Einband, den kann man natürlich abmachen und den kann man auch für was anderes benutzen. Sie hat hier einen Dingeldangel als Lesezeichen. Na, da habe ich Stoffe verarbeitet, die ich auch in der Signatur mit drin habe und einfach diese Farben schwarz und so ein Creme und das Rot, die ziehen sich so durch. Und eine kleine Katze durfte hier auch nicht fehlen. So, ich lege das Dingeldangel mal zur Seite. Dazu kommt, es hat einen kleinen Schmetterling als Lesezeichen, auch in schwarz-weiß-rot, passend zur Signatur. Auch den lege ich jetzt erstmal zur Seite. Die können hinterher wieder einziehen. Jetzt machen wir das Herzchen mal auf. Also das ist dick und fein und groß. Also groß im Sinne von, wir machen DIN A5 Signaturen, damit wir sie dann auch vernünftig wieder zusammenbekommen. Das heißt, die ziehen hier dann in ein oder zwei Bücher ein, vielleicht auch drei, wer weiß. Und die sollen dann alle ungefähr die gleiche Größe haben. Deswegen haben wir uns für DIN A5 entschieden. Jo. Und hier habe ich mir einen Rahmen gebaut und eine schöne Netzhose zerlegt. Ich habe nämlich in Schweden auf dem Flohmarkt eine Netzhose gefunden und dachte mir, du wirst Dannys Signatur. Oder mindestens mal der Einband. Das heißt aber auch, man kann die Signatur hier rausnehmen und diesen Einband hier zur Seite legen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal liegen und klappe das hier drin auf. Ob sie den mit einbindet oder nicht, bleibt natürlich ihr überlassen, aber sie könnte. Sie muss nicht. Den einzigen Einband, der untrennbar mit der Signatur verbunden ist, der war für Efi. Alle anderen kann man lösen oder einzeln benutzen. Genau, wir haben DIN A5. Ich habe die nicht gebunden, weil ich nicht weiß, welchen Abstand Dani an Bindung haben möchte. Das heißt, sie ist lose in sich. Und da hat auch jeder so ein bisschen seine Vorlieben. Ulrika zum Beispiel darum gebeten, dass ich sie schon mal binde, auch wenn sie sich hinterher vielleicht nochmal umändert. Und das habe ich dann auch gemacht. Das habe ich hier jetzt nicht. Und ich hoffe, du kommst damit klar. Aber du bist der Profi im Binden, ne? Jetzt wollen wir hier mal reingucken. Also, was habe ich hier benutzt? Ich habe Stamperia-Papier benutzt. Ich weiß, viele sagen Stamperia, aber ich finde irgendwie Stamperia klingt besser. So. Da habe ich ein bisschen was davon benutzt und auch viele andere Sachen. So, hier ist zum Beispiel ein kleines Gulli drin. Das kriegt ihr jetzt nicht zu sehen. Das ist Bunnies allein. Ein kleiner Gruß, den werde ich euch jetzt natürlich auch nicht zeigen, weil auch der ist für Dani one and only. Mit einem kleinen Paperclip. Und ich habe auch hier wieder geschaut, dass ich ein paar Kärtchen, Papierchen hier einfach mit einbaue, wo man dann einfach nochmal was einfach
Man kann sich das Ding schnappen. Man kann dahinter schreiben. Man kann es irgendwo anders hinpacken. Who knows? Das wird sie dann selber entscheiden, was denn einfach mit diesen Kärtchen und Papierchen passiert. Genau, hier mein Tag aus dem Magic Forest Papier. Ich habe hier auch viele Papiere kombiniert. Mehr sind einige zugelaufen. Hier hatte ich mal so ein paar Probepapiere einfach Kaffee gefärbt. Ja, und in Schweden auf den Flohmärkten, ne? Ich habe es wahrscheinlich in den alten Videos schon gesehen, wo ich die Signaturen vorstelle. Auf den schwedischen Flohmärkten sind mir einige Sachen in die Hände gelaufen. Ne? Unter anderem Stoffe oder auch Papier, alte Bücher, Buchseiten und auch sowas wie zum Beispiel, nee, die ist mir tatsächlich woanders in die Hände gelaufen. Da hätte ich sogar mal in einer anderen Happy Mail drin. Wir werden aber gleich zu Postkarten kommen, die mir dort auf dem Flohmarkt irgendwie in die Hand gelaufen. So, jetzt habe ich hier so einen kleinen Stufenblock, ne? So einen schönen, süßen, vielleicht auch zum Abreißen. Ja, alles ein bisschen auf düster gemacht. Genau, das Ding hier, das ist aus einem Buch vom Flohmarkt. Ist auch ein bisschen düster. Das ist tatsächlich von der Beerdigung der Königin Victoria. Es gibt ein ganzes Buch über die Königin Victoria. Und wer das noch nicht gesehen hat, die Niki hat auch einen großen Teil aus diesem Buch bekommen in ihrem in ihrer Signatur. Ja, weil Niki hat eher was Royales bekommen. Hier meine Rabenfeder von uns von der Wiese. Original von unseren eigenen Raben. Nein, die gehören uns nicht. Die wohnen hier im Wald und kommen uns besuchen. So, passt natürlich schön. Ich hoffe, ich kriege die so tief verpackt, dass sie heile ankommt, ohne hier gequetscht zu werden. Ja, hier habe ich so einen Pali-Schal zerlegt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Lästerung ist, wenn man einen Pali-Schal zerlegt. Aber ich finde einfach diese schwarz-weißen Dinger super cool. Gerade mit den Fransen hier, herrlich. So, hier ist auch noch was von einem Hotel Raben. Ja, und ansonsten blätter ich hier einfach mal ein bisschen zügiger durch. Ich habe viele lustige Sachen hier neu verbaut. Also das hier war zum Beispiel so ein, naja, so ein Band, was um Karten drumherum war, die ich gekauft habe. Und ich fand einfach, das passte so schön in diese Signatur. Hier habe ich immer mal so ein bisschen Platz zum Schreiben geschaffen hinter solchen Dingern. Na, kleine Katze, ein bisschen Mull. Und hier haben wir ein paar Tabs mit Dark. Und wo hat man noch Mystery? Ein schöner alter Baum. Das schwarz-weiß Fotos. Und hier und da habe ich dann auch Gedichte mit drauf geschrieben, die ich, ja, kenne und mag und wo ich hoffe, dass sie Dani gefallen, weil sie halt einfach auch zu seiner Signatur passen. Hier und da habe ich einfach so ein bisschen dezent rumgestenzelt. Ein echtes altes Foto. Das ist aus Stockholm. Und ja, diese Halterung hier ist auch wunderbar recycelt und es passt wie A auf E für diese alten Fotos. Das ist auch ein Teil aus dem Magic Forest. Genau, hier mein Creepy Tag. Der Creepy Tag hält hier noch eine weitere Seite. Ich schaue natürlich immer, dass wir hier ein bisschen Platz zum Schreiben in jeder Signatur lassen. Ne? Also das mache ich bei meinen Journalen, das mache ich in meinen Signaturen hier, die ich ins Bastelteam verschicke. Und genau. Ja, und da bin ich auch sehr happy, dass Jessie dieses Bastelteam gegründet hat, dieses Spaß im Junk Journal Crew Team. Das ist ein alter Kalender von 1955. Echt altknuddelig, aber total gut erhalten. Hier haben wir zum Beispiel, ich glaube, das kommt, wo war es denn? Da war es doch gerade. Sowas von Erste Hilfe. So, sowas findet man in alten Kalendern. Original. Flohmarkt Schweden. Ich liebe das. Ich hatte so einen Spaß. Auch das hier ist aus einem schwedischen Buch oder mindestens mal aus der schwedischen Übersetzung eines Buches. Und da sind super schöne Zeichnungen drin. Und ich fand einfach, das passt hier sehr gut. Genauso wie dieser Aufkleber hier. Amalgam erfährlicht. Amalgam ist gefährlich. Da ist ja mittlerweile jedes Kind Amalgam. Blonden sollte man doch irgendwie mal austauschen. So, hier hätten wir auch wieder so ein Papierchen für alle Fälle, ne? Diese Slider-Elemente sind Slider-Elemente, also sie sliden, ne? Genau.
Hier auch aus einem Buch. Habe ich hier, Schwedische Zeitung, also Zeitungsausschnitt. Und das Buch ist ein schwedischer Karikaturist, der Zeichnungen und Witze und sowas einfach gemacht hat. Auch ein ganz altes Buch, schon richtig flatterig. Da habe ich viele, viele schöne Sachen rausgefunden. Der Graf von Monte Cristo ist ja auch mit drin auf Schwedisch. Also, ja, Dani, auch du kannst Schwedisch lernen, wenn du möchtest. Ulrike ist da schon fleißig dabei. Ja, und hier hatte ich irgendwie so einen lustigen Einfall und habe hier so einfach meine Papierabschnitte mal zu einer Extra-Seite gemacht. Ja, das fand ich total cool und witzig. Das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Genau. Mir ist ein bisschen entfallen, wie dieses Stamperia-Papier hieß. Ich liebe es. Ich werde es wieder kaufen. Das heißt, ich werde auch in meinen Bestellungen mal wühlen, wie es dann hieß, und werde es auf jeden Fall wieder bestellen. Voll schön. Es ist so ein schönes Papier. Ich bin total begeistert. Jo, ein kleiner Fliegenpilz darf nicht fehlen. Und wir haben hier Secret. Hier wieder ein bisschen was zum Schreiben und ein bisschen Vellum. Ich habe eine schöne Vellum-Seite gefunden. Mit Zeit und Co. Genauso hier mal wieder so ein Slider-Element mit einem Amalgam-Aufkleber. Kannst du mal sliden? Vielen Dank, es slidet. Es slidet nicht so weit, weil ihr seht, es ist nicht so lang. Aber es slidet. So, hier wieder eine kleine Zusatzseite aus einer schwedischen Zeitung. So, hier mal wieder so ein Blatt Papier, wo man noch ein bisschen Platz zum Schreiben hat. Und auch außen noch ein bisschen Platz zum Schreiben. Ja, und den Stempel, den hatte ich, den Stencil hatte ich mir neulich mal gekauft. Den hatte Evi mal benutzt. Von Paper Place. Und der ist einfach super schön. Also da war ich total froh, dass ich den gefunden habe. Habe ihn direkt in die Tat umgesetzt und gekauft. Yes. Ja, und ja, so geil beim Färben mit Tee. Also das sind teegefärbte Papiere zum Teil, also zum Teil auch Kaffee gefärbt. Das hier ist schön mit einem richtig starken Schwarztee gefärbt. Und da hatte ich eine Gabel draufgelegt, dass das Papier einfach im Wasser bleibt, also im Tee bleibt und nicht immer hochkommt und so komische Sachen da bildet. Ja, die Gabel hat ihren Job gemacht, würde ich mal sagen. Passt hier wunderbar in diese Signatur. Genau, hier hätten wir so eine original alte Postkarte. Steht sogar noch drei drauf, drei Kronen. Ja, und das ist ein mal nicht so schöner Anlass, das ist eine Kriegspostkarte. Aber oh, sie ist schwarz-weiß und ich finde auch, sie passt hier rein. Wenn sie so ein bisschen Depri ist, aber zu einem etwas düsteren schwarz-weiß-roten Signaturen-Päckchen kann man, glaube ich, so eine Karte mal machen. Dani, wenn sie dir zu düster oder zu Depri ist, hau sie einfach raus. Diese Signatur ist sowieso so dick geworden, dass du einfach überlegen kannst, was du hier raushaust. Was drin bleibt. Ein bisschen Magic Forest. Ja, weil wenn wir alle weiter so machen mit diesen Dicken der Signaturen, dann braucht jeder von uns drei Bücher, um die Dinge abzubilden. Hier haben wir wieder ein Stückchen aus dem alten Buch von der Queen Victoria mit dem Spell an der Seite. Huch, jetzt habe ich fast hier eine Seite mitgenommen. Haben wir ein kleines Papierchen zum Schreiben, ein großes Papierchen zum Schreiben. Kleiner Tag zum noch mehr Schreiben und eine schöne Bottle mit Flowers. Also das müsste ein Parfüm sein, wenn mich alles täuscht. Auch hier haben wir wieder aus dem Magic Forest. Das hier ist so ein super cooles Papier, ihr hört es, ne? Das liebe ich. Ich habe leider echt nur eine Seite davon gekauft, also einen so ein DIN A, was waren das? DIN A3 Bogen? Ja, ich glaube drei oder zwei, irgendwie sowas. Wenn ich das wieder finde, ich kaufe das. Das ist so schön. Hier sind so ein paar Erfindungen drin. Papierstreifen an den Seiten. Ja, Bäume. Schwarz-weiße Bäume. Und das ist doch einfach. Das ist eine alte Eiche. Und ich finde einfach, dass so Bäume auf Schwarz-Weiß-Fotos nochmal mehr schöner aussehen. Ich werde mal kurz mein Fenster schließen, weil mein Mann gerade draußen flext. Es werden nämlich gerade Arbeiten am Trecker ausgeführt. Ich bin jetzt so konzentriert hier mit dem Video. Ich hoffe, dass er nicht schon die ganze Zeit geflext hat und ich das eben gerade erst gemerkt habe. Falls doch, naja, such is life, nicht? Also so ist das Leben hier auf dem Ponyhof. Da wird auch mal der Trecker bearbeitet. Hier mal wieder so ein schönen Gabelabdruck. Yes, divine.
So, überall ist so ein bisschen was zum Ausklappen, zum Lesen. Übrigens, Google Translator tut das auch, wenn man dem das überhilft. Ja, hier habe ich wieder das Gedicht mit reingepackt. Und das versteckt sich dann hier in dieser Tasche. Diese schöne Schwarz-Weiß-Zeichnung, genau. Ja, ich habe einfach auf diesen Flohmärkten so tolle Einzelstücke gefunden. Klar, Flohmarkt-Einzelstück ist irgendwie naheliegend. Auch hier, das ist auch eins von diesen, ja, diesen Karikaturen oder auch Zeichnungen. Teilweise sind sie sehr ernst, teilweise sind sie lustig. So ein bisschen Satire, Karikatur, Mischung daraus. Ein bisschen Edith Holden haben wir ja natürlich drin. Ne? So, ich habe ein wunderschönes Papier auf dem einen Flohmarkt gefunden. Ein altes Briefpapier mit alten Briefseiten und auch Karten. Und deswegen dachte ich mir hier, Magic Forest und diese alten Briefpapiere, die tun doch einfach in diesem Journal ihr Gutes. Dementsprechend sind sie hier eingezogen. Hier hätten wir wieder so eine Karikatur. Schwuppdiwupp. Und hier noch so einen kleinen Tüdel. Also ich habe immer geguckt, dass sich überall so ein bisschen was versteckt, was man, ja, oder einfach was nicht so ganz offensichtlich ist. Also irgendwie wohnen hier überall so kleine süße oder weniger süße oder gruselige oder schwarze oder rote Teile, die hier die Signatur vollständig machen. So. Ich habe das jetzt einmal ein bisschen hier zusammengepackt. Ich muss echt sagen, also mega, diese Signatur hat so Spaß gemacht. Ich sage es bei jeder Signatur, ja, ich weiß. Also wer die anderen aufmerksam mir zugehört hat bei den anderen Signaturen, wird auch sagen, ja, du sagst bei jeder Signatur, die hat so Spaß gemacht, die hat am allermeisten Spaß gemacht. Also ich kann gar nicht mehr sagen, jetzt da ich 6 Stück durch habe, kann ich gar nicht mehr sagen, welche am meisten Spaß gemacht hat. Will ich auch gar nicht sagen. Ich mir Mühe gegeben habe, wirklich 6 sehr unterschiedliche Signaturen zu machen, für 6 sehr unterschiedliche Menschen. Diese 6 sehr unterschiedlichen Menschen haben von mir dann diese Signaturen bekommen. Und ich hatte bei jeder einzelnen Signatur eine Menge Spaß, sie zu fertigen, mir auszudenken, über Tage und Wochen mir das Material zusammenzusuchen. Ich habe immer so kleine Kästchen, die stehen dann hier irgendwo um meinen Schreibtisch drumherum, wo ich dann einfach Material sammle. Mir kommt was in den Sinn, ich packe es in das Kästchen und dieses Kästchen hat dann quasi einen Namen. Also manchmal schreibe ich ihn drauf, wenn es mir zu viele Kästchen werden. Meistens weiß ich aber noch, für wen was ist. Und dann fange ich an und dann wird es was oder dann wird es angefangen und bleibt ein paar Wochen liegen, bis mir der nächste Einfall kommt. Manche habe ich am Stück durchgezogen und andere haben ein bisschen gewartet. Diese Signatur hat, sage ich mal, am längsten gewartet. Ich habe am meisten kleine, süße Inspirationen gefunden oder kleine, gruselige Inspirationen, die dann hier einfach eingezogen sind. Gut, genug der Rede. Dannys Signatur ist fertig, Nummer 6. Nummer 6 macht sich auf die Reise und wird hoffentlich ganz bald die Empfängerin erreichen, und zwar bevor dieses Video ausgestrahlt wird. Ich will natürlich nicht spoilern, ne? Also das Ding hier, ab zu Danny, erst in Ruhe auspacken, erst freuen oder wundern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Danach wird das Video hier online sein. Genau. Ja, bis hierhin, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Dass ihr mich bei meinen 6 Signaturen begleitet habt. Falls ihr irgendwie eine verpasst habt, hier in meiner Playlist werdet ihr es finden. Und ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Wie findet ihr denn das, dass wir uns hier gegenseitig hier die Signaturen um die Ohren feuern und uns gegenseitig beschenken? Habt ihr da auch Lust zu? Habt ihr Anregungen? Oder sagt ihr, Mann, seid ihr bescheuert? Macht doch lieber was für euch, da wisst ihr wenigstens, was ihr kriegt. Also ich muss sagen, bis jetzt, ich habe es null und gar nicht bereut. Ich freue mich über jede einzelne, die ich bekommen habe. Und ich freue mich auf die anderen, die noch kommen werden. Ich bin so gespannt und überhaupt erst, wie das ganze Gesamtwerk aussehen wird. Nun wird das hier erstmal Richtung Dannys Gesamtwerk fliegen. Ihr Lieben, ich mach's kurz. Bis demnächst in diesem Kino.